Ihr Lieben da draußen, Staffel 13, Scorch Earth geht weiter. Wir nähern uns dem finalen Fight. Ich bin mit der Kim ganz allein im TS. Hallo. Hallo. Was steht an? Also Benny und Gnome sind gerade unterwegs im Dungeon. Die müssen noch eine Dungeon-Tour machen. Das wollte ich jetzt nicht nochmal mit euch im Kanal machen, also als Folge. Weil, das haben wir ja letztes Mal schon gemacht, wir brauchen nämlich nochmal zwei. Einmal das große Dungeon und das mittlere Dungeon. Wir wollen ja, wie wir das ja in Staffel 10 gemacht haben. Staffel 10 und Staffel 13 gehören ja zusammen. Das ist ja die Geschichte, die wir spielen. Wollen wir ja Alpha, Beta, Gamma den Boss killen. Das heißt, wir brauchen ja für alles die passenden Artefakte, um das dann auch direkt in einem Rush zu machen. Deswegen? Ja. Müssen wir sind ja gerade angefangen, durch die Gegend zu rennen, deswegen musste ich 2-3 Mal pfeifen. Was bist du eigentlich? Du bist immer noch am Züchten, aber warum? Was willst du züchten? Ich züchte immer noch die Daspletos. Mhm. Also die Kuscheldinos. Die habe ich grundsätzlich schon auf dem. Das ist Raffas. Die habe ich grundsätzlich schon auf einem guten Level, aber ich will jetzt halt nochmal gucken, ob ich die richtigen. Ob ich eine hübsche Farbe damit reinkriege. Mhm. In das Level. Soll ich das Sattel vergessen? Aber ich habe schon ein paar Eier vorbereitet für Babys. Was ist eigentlich mit dem Hatzegopteryx-Ei? Das habt ihr doch auch schon mal gemacht, oder? Das Hatzegopteryx-Ei haben wir schon hingeschmissen. Aber das braucht 1,5 Stunden zum Stüpfen. Dementsprechend haben wir das noch nicht ausgebrütet, weil das dauert halt eine Weile. Aber das können wir wenigstens schon mal hinlegen. Das können wir theoretisch schon machen, ja. Lassen wir es hinlegen, dann läuft das jetzt für die Folge eine halbe Stunde. Ich kann ehrlich sein, weil ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe keine Ahnung, hast du da keinen Kühlschrank für? Aber ich weiß nicht, ob das so ein Kühlschrank ist, weil ich hatte da keine Verantwortung drüber. Ich kann mal gucken, wo das abkommt. Hier ist es. Hier ist es. Hetzi. Das heißt ja Hetzi-Eck. Na. Fertilized. Hä? Was ist das? Greifen die Tiere denn eine Motte an? Hunger. Die stehen doch auf neutral. Das Schaf hat mit angegriffen. Das steht doch auf neutral. Ist ein Killerschaf. Okay. Merkwürdig. Ne? So. Ist zu kalt. Nein, ich wollte es nicht aufmachen. Mann, ich hasse das. Nein, ich wollte es nicht aufheben. Ich wollte eigentlich hier die Fackeln anmachen, aber. Aber nö. Ich will das Hatzegopteryx-Ei wenigstens mit. Ist es jetzt warm? Ja. Dauert 1 Stunde 40 Minuten. Passt ja auch. Oh. Kriegen wir schon hin. Ja. Ich bin mal gespannt, wie dieses Riesenviech ein Baby aussieht. Ja, das interessiert mich total. Was hast du sonst noch für Eier hier? Also, die beiden Eier brauchen jetzt noch 10 Minuten. Oh, die brauchen gar keine Fackel. Doch, die nehmen die Fackeln von dem nebenan. Mhm. Passt von der Tageszeit her gerade ganz schön. Was ist denn das für ein Tier? Das ist der Kuscheldino draußen. Wo steht denn das? Einfach Kim, aufgeben, ja? Halt Option. Hey, wo steht denn das? Das steht nicht. Das steht nicht als, also in dem Bildschirm steht das tatsächlich nicht drin, welches Spezies das ist. Okay. Sondern nur die Namen von den Eltern und das Level von den Eltern halt auch. Aber ich habe hier jetzt ein paar, die brauchen nur noch ein paar Sekunden. Okay, dann hau mal rein. Na, das war noch eine Minute. Logischerweise werfe ich das raus, was doch noch eine Weile braucht. So. Warum willst du Kuscheldinos machen? Du willst dir ja eine mit zur Staffel... Nee, wahrscheinlich nicht. Die gibt's auf Aberration auch. Aber ich würde die gerne mit zum Bossfight nehmen, weil die so viel schön Schaden machen. Ich finde die auch super. Ich, ganz ehrlich, ich habe noch keinen. Ich würde mir sogar einen davon nehmen, wenn du einen zu viel hast. Ja, wenn hier einer rauskommt, der passabel ist. Achso, ich krieg einen passabel. Du kriegst den guten. Ich will auch keinen. Nein, die richtig guten werden zum Züchten weiter gebraucht. Ja, aber ich will dir auch nicht totalen Mist geben, deswegen... passabel. Passabel reicht vollkommen aus. So, Schlipf. Nee, der ist nicht passabel. Wieso? Welches Level ist denn gut? Über 300. Oh, wow. Wobei... Ist am Ziel vorbeigeschossen. Es geht sogar. Du wirst mit verzüchtet. Vielleicht. Mal gucken. Muss dich mal zum Vater ver. Jetzt hängt er in der Wand zwischen den Fackeln. Richtig. Komm raus da! Komm raus da! Na komm. Komm, ich werde dir auch nichts tun. Fürs Erste. 310. Das ist grün. 310. Das hat vielleicht so eine Mutation. Das kannst du haben. Männlein, Weiblein? Keine Ahnung. Männlein. Warte mal,
Solange ich damit züchten darf, heißt das. Weil das könnte... Gott. Oh oh. Ja, Sekunde. Heil dich bitte. Sekunde, Sekunde. Ich zieh's raus, ich zieh's raus. Help. Oh mein Gott. Warte mal kurz, ich versuche mal alles anzupfeifen hier. Grinsekatze. Grinsekatz. Grinsekatz. Ja, ich finde den der grinst doch immer so lustig. Hast du den... Ja, okay. Hast du den auf Dings umgestellt? Ja, stopp, hör mal auf. Entpfeif mal eben. Ja? Der grinst doch immer so, wenn man ihn genau anguckt. Wo ist eigentlich meiner hin? Der steht noch in dem Dings drin. Achso. Komm her, komm her du, komm her. Grinsekatz. Das Ding ist ja, ich hätte halt gerne einen von den Lilanen und einen von denen, die so aussehen wie mein kleiner Teufel. Das heißt, schwarz mit rot. Ich finde das nie. Wo ist denn nochmal die Entfernungsdistanz von denen? Ich hab gerade runtergestellt. Unter Verhalten oder Behavior, je nachdem welche Sprache du gerade eingestellt hast. Und dann Oh, hast du schon gemacht? Ja. Hast du schon gemacht? Achso, hast du schon gemacht. Ich habe leider auch keine so guten Bändekreis. Würde es nicht in der Größe. Nee, nicht direkt rausstellen. Als Babys sind die noch zu verwundbar eigentlich. Gucken. Kannst du ein schönes Foto von dem machen? Von Grinsekätzchen. Hey, ich glaube, der hat eine Mutation auf Ausdauer. Ausdauer ist aber super. Lass mich mal durch. Danke. Ich muss mal Licht machen, ganz kurz. Wie soll ich denn mit dir ein Foto machen? Wie soll man denn mit dir ein Foto machen, mein Lieber? So, okay, wir stecken das. Der hat 100 Ausdauer mehr. Okay. Keine große Sache, aber es ist nett. Er braucht was zu essen. Hast du was zu essen für den? Ja. Mehr ist im Futternapf. Wie lange braucht ihr noch? Gut. Ich hab noch eins. Was ist denn mit denen hier? Die brauchen noch 5 Minuten. Und das noch braucht halbe? Noch 30 Sekunden. Ich brauche keins mehr. Also alle anderen kannst du jetzt annehmen, erschießen oder was du machen möchtest. Schlachten und dann das Essen. Ach, Faster. Passt sogar. Ja, er ist grün mit schwarz. Das ist eigentlich gar keine schlechte Farbkombination, die du abgekriegt hast, Dex. So sieht das übrigens aus, Leute, von draußen. Ruffy, willst du mit uns in den Channel? Wir sind zu zweit. Achso, ist er... Oh, wow, der ist ja... Jetzt höre ich dich. Die anderen waren einfach zu laut. Was wolltest du gerade? Willst du mit uns in den Channel? Wir sind hier gerade zu zweit, Kim und ich. Ja, kannst mich gar nicht gleich nicht hochziehen. Ich muss den anderen nur kurz Bescheid sagen. Schön, das sieht hübsch aus mit dem roten Fell. Sieht irgendwie aus wie so ein Nikolaus-Dino. Ah, der ist ja... Der ist grün, ne? Der ist ja Akuma... was war die Farbe von Akuma? Der ist lila. Lila, dankeschön. Das Ding ist, der hier ist grün-rot, richtig? Ich finde den anderen hier hübscher. Der ist grün-rot. Der ist grün auf grün ist der. Schlechte Farbe gewesen. Hier ist schwarz auf grün. Das ist richtig. Und mit rotem Bauch. Der ist doch grün auf grün. Der ist komplett grün. Auch das Fell ist grün. Nee, das war aber der Schwanzspitze hinten ist schwarz. Die ist auch grün. Oder grün auf grün. Ist die grün auf grün? Die ist grün auf grün. Die ist komplett grün auf grün. Und nur der Bauch ist orange. Das ist doch super. Passt doch richtig gut zum Dexen. Ja, gefällt mir. Moment mal, grünes Fell? Ja, alles kommt mit grün. Was hast denn du für eine Einstellung von der Grafik? Nee, ist mir jetzt gerade eingefallen, weil alle meine anderen Dinos haben, glaube ich, die haben alle rotes Fell, beziehungsweise der eine hier hat noch weiß. Das ist das andere Mutation, ist Farbe. Auf die grüne Fell für die Dexe, das passt doch hervorragend. Krasse Sache, hast du gemacht. Entschuldige für den komischen Akzent gerade. So rede ich manchmal, wenn ich denke. Ich versuche halt so einen 300
Naja, gut, da eigentlich war bisher 308 bei mir maximal Level, jetzt vielleicht 310. Mit dem schwarz-roten von dem kleinen Teufel zu bekommen. Okay. Und unten einen hübschen, großen, hohen mit dem lila. Dem hier. Und der ist jetzt gerade einen Schritt weiter, wenn ich das richtig weiß. Ruffy, sag Bescheid, wenn ich dich ziehen soll. So, Dex, kannst mich hochziehen, sonst? Sonst nicht. Sonst ziehe ich dich hoch. Hi. Hallöchen. Ich habe meinen neuen Dino hier, guck mal. Baby Grinsekatz. Oh, süß. Komplett grün. Erste Wurf, wollte ich eigentlich gerade sagen. Wie sieht's denn bei denen hier aus? Apropos Dex, hast du mit den Akrokanten vorhin wieder schon gesehen? Nee. Ich bin das noch nicht bewusst wahrgenommen. Achso, du meinst diesen weiß-weiß-roten, ne? Ja. Der sieht abgefahren aus. Doch, den habe ich gerade eben gesehen. Der sieht aus wie so ein Nikolaus-Drop. Ein bisschen. Oder wie so ein Alpha. Zuckerdrop. Der sieht abgefahren aus. Ein Candy-Drop, oder wie heißen sie, ne? Candy sonst was. Meinst du eine Zuckerstange? Genau. Oder also, es gibt ja auch als, wie nennt man diese? Es gibt auch so Lutschbonbons, die haben die gleiche Farbe, auch genauso. Wie hießen die nochmal? Sahne, sonst was. Sahne-Erdbeer-Bonbons fahren das. Richtig, genau. So sieht der ein bisschen aus. Sieht, schick aus. Ja, das ist von den beiden Tierchen, die wir unten stehen hatten, noch. Wie gesagt, ich wollte mal neu machen. Irgendwie einer folgt irgendwem. Ich glaube, das Ruffy folgt dir irgendein Dino noch? Guck mal hinter dir im Zaun. Das wackelt. Der will da irgendwie rein. Das ist ein Wilder. Der will gefüttert werden. Kann erschossen werden. Naja, und die Wildern ist eigentlich ganz hübsch geworden von der Farbe her. Der ist rot. In einer Minute kommen hier die ganzen Eier. Naja, ich komme wieder rein. Ne, 5 Minuten, eine Minute. Eine Minute, da hinten das Ei. 5 Minuten. Also zwei müssten eine Minute sein und einer und zwei müssten um die 5 Minuten sein. Ich habe übrigens in der letzten Folge eine Runde mit dem Hatzegopterix gemacht und bin durch die Wirrwarrschlucht geflogen. Nein. Und habe gedacht, so, ja, jetzt greifen die mich alle an, mach mal eine Runde Drehung, fetz die alle weg. Die greifen dich nicht an. Die haben alle Angst. Ist der Hitzewelle kommt. Ja, damit kann ich leben. Die haben Angst. Ich informiere euch mal. Die haben Angst vor dem Hatzegopterix. Das war. War. Na gut, hast du den gesehen? Ja. Wir hatten. Das war ein bisschen problematisch, dort mal ein bisschen zu kämpfen, weil die wollten irgendwie nicht. Ich bin da mal kurz rein, hab da mal rumgebrüllt. Sekunden. Sag mal, die Oxalaya, sind die sind doch nicht in der Wüste unterwegs, oder doch? Nein, am roten Ark haben wir die bisher gefunden. Zwei und aber bei dem Wasser. Da ist einer, ein rot-schwarzer und wieder ein Akuma-farbener. Ein ja, 300, sind die gerade gespawnt? 308 und 228, den kannst du natürlich fressen. Warte. 308 ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? 308er wird wahrscheinlich getötet. Warum? 28 vielleicht auch. Hä? Weil ich das Level schon habe, Dex. Es geht mir nur noch um die Farbe. Und grün-rot habe ich schon. Ach so, okay. Also und das ist auch noch ein Männchen, das heißt, der ist tot. Du auch. Ich brauche beide nicht gebrauchen. Wohl, gucken, Bauchfarbe mal gucken. Also wie gesagt, ich habe Oxalaya habe ich in der Wüste gesehen. Da vielleicht hingelaufen. Keine Ahnung, was er da zu suchen hatte. Dam. Die sind auch hübsch aus hier. Immer eben. Du hast eventuell doch noch eine Daseinsberechtigung. Oh Gott. Er wackelt noch mit Schwänzchen. Bitte nicht. Komm mal mit. Akku, Kim, du musst dich gleich mal ganz kurz positionieren mit dem Schwert davor. Wusa. Komm mit. Komm mit an den Tag. Komm mit raus, ich will mir deine Farbe angucken. Grün-rot. Gib mir die Bauchfarbe gerade.
Zum Glück schwarz, ne? Die schwarz, ja. Und jetzt wird's warm. Ah, das heißt uninteressant. Wenn du noch Foto machen willst, dann ja, jetzt. Ja, hau zu. Dir passiert das nicht. Nein, der hat ein gutes Level. Grinsekatz, alles gut. Er hat auch noch grüne Stacheln bekommen, ne? Das ist echt, als hätte der gespürt, dass du sein Besitzer wirst. Ja. Komm zu mir. Ja, komm zu mir. Ja, komm zu mir. Ja, ich glaube, du musst ins Wasser schmeißen. Oder nicht während der Hitze. Ich wollte gerade rauswerfen. Ich eher das Problem. Ja, wer braucht hier noch ein bisschen Material? Die haben auch noch zu hot. Was ist eigentlich für den? Das ist auch zu hot. Brauchen ein bisschen Material für den Nest. Für was brauchst du? Für den Nest. Wir haben doch was vor. Den Bossfight meinst du? Ja, genau. Ja. Die zwei Jungs sind ja gerade unterwegs in dem im Dungeons. In zwei Dungeons nochmal. Wir brauchen nämlich noch zwei Artefakte für den Alpha Beta Gamma Run. Dann brauchen wir, ich glaube, Munition und sonst Zeugs hatten wir eigentlich alles. Ich glaube, Rüstung haben wir auch ganz gut, hat ja Benny gesagt. Also wir sind eigentlich schon fertig. Wir können wirklich ab Folge 100 können wir direkt zum Boss rübergehen. Folge 100 wird dann Beta, dann Folge 101 Gamma und Folge 102 ist dann der Alpha. Okay. So wird das. Ja, ich freue mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Manticore jetzt schon oft gelegt, aber noch nie auf Scorch Earth. Echt? Nee, habe ich noch nicht auf Scorch Earth gelegt. Ich weiß gar nicht, warum der. Oh. Warum wir. Ja, stimmt, wir hatten ja damals Scorch Earth einfach abgebrochen. Weil es hat einfach keinen gefallen, irgendwie die Karte zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Scorch ist eigentlich ganz nett. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Die Staffel, ja, damals, ich weiß nicht, wenn du von The Isle nach hier kommst, war das irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl hatten wir irgendwie alle gehabt, dass das irgendwie nicht schön ist. Passte irgendwie alles nicht. Fand ich irgendwie eher langweilig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt gefällt mir die Karte ziemlich gut. Ich muss sagen, Scorch Earth gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingskarten. Schon alleine wegen diesen Gefahren mit dem Wetter. Ja, vielleicht wurde ja die Standards runtergesetzt von den anderen Karten. Wobei. Sagen wir es mal so, bei den anderen Karten, bei The Island, das war noch die Startkarte, da kann ich das noch verzeihen. Ja, dann hattest du Scorch Earth, dann mit diesem Wetterumschwung, bei Variation mit dieser Radioaktivität. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Genesis, was frage ich das nächste, oder? Extinction hast du Extinction vergessen. Ja, meine ich ja Extinction erstmal. Ja gut, da hattest du das mit den Titanen, das gab auch ein Gimmick. Ja, das gab ein gutes Gimmick, aber ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Debuff, den du bekommen hast durch dieses Vergleich. Der hat nichts gemacht. Hat überhaupt irgendwas gemacht? Der hat doch gar nichts gemacht. Du hast ein ganz, ganz klein bisschen mehr Nahrung verloren, das war's. Das war so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Da hat mir mehr erhofft. Überhaupt, hätte man wirklich, wenn man in dem Gebiet ist, auch einen Schutzanzug oder sowas gebraucht. Das wäre cool gewesen, aber... Naja, das Beste, was es an Extinction gibt, meiner Meinung nach, sind die Velos. Für manche ist es vielleicht die Eulen, für manche sind es die Managam. Ich fand, also Extinction fand ich nicht, nicht schlecht. Es war keine schlechte Karte. Gar nicht, also überhaupt nicht. Also Genesis fand ich am schlechtesten von weit ab von allen anderen. Die waren zwar gut gestylt für diese kleinen Kacki-Gebiete, die man bekommen hat. Aber ansonsten fand ich die nicht so gut. Dieses fand ich irgendwie doof. Aber Extinction fehlte irgendwas. Da fehlte irgendwie der Touch. Da fehlte irgendwelche Gefahren. Mhm. Irgendwas, was die Karte richtig böse gemacht hast. So dass du, wenn du gewisse Ausrüstungen nicht hast, halt richtig Probleme selbst im Endgame hast. Ja, was mich sehr enttäuscht hatte bei Extinction, also ich fand zum Beispiel, dass diese Kuppeln, diese Käsekuppeln reinzufliegen, fand ich das super cool immer, dieses Effekt. Ja, das Effekt. War klasse. Das fand ich auch gut gemacht, weißt du, ja, wir haben wir haben kein Schneegebiet gemacht, wir haben aber kein Wüstengebiet, aber wir haben so eine Kuppel, da findet ihr das. Fand ich super. Was ich aber super schrecklich fand, ist dieses Aberration-Gebiet dort komplett leer. Das war ja leer, da war ja nichts drin. Ja, das fand ich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Das fand ich ein Witz. Das fand ich echt eine Unverschämtheit eher irgendwie, warum die das komplett leer gemacht haben. Also da war ja nichts. Da haben wir vielleicht drei Gachas gefunden oder sowas.
Das Wüstengebiet war klasse. Das Eisgebiet, glaube ich, war auch ganz gut. Mhm. Da habe ich mich nicht so oft aufgehalten. Doch, das fand ich auch super. Auch gut gemacht. Die Stadt war auch nicht schlecht. Klasse. Aber der Rest war halt... Also, was Extinction da besonders macht... Keinen interessiert. Was bei Extinction so besonders macht und das alles wieder wegholt, was es dort an der Karte fehlt, sind einfach die Bossfights, die Titanen. Die Titanen machen einfach alles wieder weg. Also das ist super. Ich finde den Wald der Titanen, der ist einfach für mich der beste. Dann der beste Effekte macht irgendwie der Flug-Titan, da oben drauf zu kämpfen. So geil eigentlich gewesen. Kim, da lag noch ein Viertel seit des Play-to-Eye. Jojo, kann sein. Jetzt ist wieder zu kalt. In den Kühlschrank. Wer ist das? Ja. Ich fand den Flugtitan auch am coolsten. Ich fand das auch cool, unsere Aktionen da dann alle zusammen die Titanen zu zähmen. Ja, fand ich super. Im Stream. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich muss an sich sagen, was ich am Genesis am schönsten fand, ist mal das Wassergebiet. Die Gebiete waren sehr, sehr schön. Ich fand die toll. Bei Genesis gab es ja neue Pflanzen. Neue Blüten, Pflanzen. Auch das, die Wassereffekte waren so ein bisschen heller und schöner. Aber wie gesagt, wenn du mir ein Puzzlespiel gibst, wo ich nur auf Puzzleteilen rumrennen kann, nee, fand ich doof. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte war nicht groß genug. Nee. Du konntest dich zwar teleportieren, aber das war auch irgendwie nicht das Wahre. Bin mal gespannt, wie das bei Genesis 2 ist. Weil, was man vom Trailer und von den, von den Erzählungen? Screenshots jetzt schon sieht, soll das wohl eine gigantische Karte sein. Ja, also du musst dir ja vorstellen, das ist ja die Raumkapsel, oder das Raumschiff. Dieser Ring aus dem Der Ring, ne? Genau. Und in dem ganzen Ring wird gespielt. Und es das soll, ich glaube, teleportieren sein. Dreimal so groß sein, ich glaube, dreimal so groß sein wie Ragnarok, oder? War das richtig? Alter, das ist doch... Ich glaub, da muss es definitiv eine Möglichkeit geben, sich schneller zu... Okay! Rafa, dreh dich mal um. Eins deiner Eier hat sich gerade einen Abflug gemacht. Ups. Okay. Oster-Time. Dachte ich auch, ich bin mal raus. Oster-Time. Der Binturong ist auch ein Ei. Na, du kleiner Scheißer. Aber was lustig ist, theoretisch müsste man eine Sache machen, wenn man es ganz genau nimmt mit der Arc-Story. Du hast in jedem Arc, so The Island, Scotch of Aberration, hast du ja diese Arcs, wo du dich sozusagen hochgeladen wirst, wenn du gestorben bist, und wieder zurückkehren kannst mit deinem Charakter. Mhm. Theoretisch müsste man Extinction im Hardcore-Modus spielen. Weil du hast keine Arcs mehr, wo du dich runterladen kannst wieder, wenn du gestorben bist. Nee, da bei Loot Drops. Nur bei den Loot Drops kannst du es machen. Weil, wenn man sich überlegt, die Leute, die da gestorben sind, sind ja auch direkt gestorben. Zum Beispiel, wenn man sich Santiago mal vornimmt. Ja. Der ist ja auch gestorben. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich müsste, wenn man auf Extinction stirbt, müsste es ein Permadeath sein, weil es diese Computer, diese AI nicht mehr gibt, die einen wiederbelebt. Deswegen. Aber ich glaube, das würde nicht unbedingt Spaß machen. Ja. Das wäre auf jeden Fall mal eine Herausforderung. Also ich freue mich auf Genesis 2. Also Genesis überhaupt fand ich nicht schlecht. Was mich einfach nur gestört hat, war, dass es einzeln gewesen ist. Ansonsten freue ich mich auf Genesis 2 total. Auch auf die neuen Tiere. Auch dieses ganze Spacige. Es macht ja jetzt nichts. Wir wissen ja, dass Ark jetzt ziemlich... Yes. Schwarz? Rot. Schwarz mit rotem Fell. Oh, süß. Wir checken das mal genau ab. Vage es. Mist, das ist ein Männchen. Wobei, wenn das wirklich die richtige Farbe ist. Kim, was ist das hier eigentlich für ein Ei, was du da liegen hast? Ist das ein Akokantro-Ei? Ein Hatzegopterix-Ei. Achso, weil das Akokantro, glaube ich, fast genauso aussieht. Das Hatzegopterix-Ei habe ich eben dahin geworfen gehabt, weil es dauert anderthalb Stunden. Nee, fast zwei Stunden eigentlich, ne? Ich glaube, zwei Stunden, weil es stand eine Stunde 40 dran. Eine Stunde 40 dauert das und wir hatten das nicht mehr großartig gebrütet. Achso, also eine Stunde 40 dann. Ja, das ist genau die richtige Farbe. So, die Tabouer könnt ihr euch erstmal kurz da stehen lassen. Roter Bauch, rotes Fell, schwarze Schuppen. Ja, roter Bauch. Orange-rot, ja. Sehr schön. Aber wir machen mal für diese Folge Schluss. Wir haben jetzt ein paar Eier gebrüht. Wir haben ein bisschen über Genesis 1, 2, 3, 4, 5 geredet. Ja. Oh, ich freue mich auf Genesis Part 2. Ich freue mich auch. Ja, bin ich aber auch mal gespannt, wenn es dann rauskommt.
Ja, das wird schon kommen. Also, lieber sie verschieben es und ja. Es wird gut, so wie Aberration, als wenn sie es zu früh raushauen und es wird doof wie Extension. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches eure Lieblingskarte ist. Bitte nicht Ragnarok oder The Center dazu tun. Das sind nämlich Modkarten, die dann übernommen worden sind. Also wir reden nur über die DLCs. Also damit meine ich natürlich jetzt Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis 1. Habe ich da was vergessen? Die story-relevanten Karten halt. Oder The Island, genau. Also, bis denn und tschüss. Tschüss.